Und damit herzlich willkommen zu Fallout Shelter. Ja, B. 110 Kronkorken immerhin. Wir haben, also ich habe ein bisschen... Baby ist jetzt erwachsen, ja. Wieder offscreen gespielt, kennen wir ja. Oh, guck mal, wir können einen neuen Bewohner holen. Dann zeigt er mal dieses Zeichen hier an. Da ist ja noch einer draußen. Die, ein Todeskrallenangriff, das ist neu, das hatte ich noch nie. Halt dir die Klappe, ich habe andere Sorgen. Das könnte schnell ins Auge gehen, glaube ich. Oh, fuck. Haben die alle eine Waffe? Yep. Du brauchst, glaube ich, mal eine bessere Waffe. Das gefällt mir aber gar nicht. Ich hatte noch nie einen Todeskrallenangriff. Ich habe mich schon gewundert, ob die irgendwann mal kommen. Gott, sind die schnell. Runter. Die sind sehr, sehr schnell durch. Sie ist nochmal hier drin. Warum? Blöden Drecksviecher, sterbt und bereut eure Sünden. Warum sind die jetzt nicht... Hä? Was soll machen die? Ach, so gehen die da runter. Das ist ja auch schön. Habe ich denn davon noch? Die Viecher sterben irgendwie nicht, oder? Habe ich das Gefühl. Und sie klauen uns Essen, aber ich dann kann ich leben. Gott, was sind denn? Ach, wir haben eine getötet, immerhin. Schlagt sie um, Leute! Ich würde auch mit den Waffen zuschlagen, macht viel mehr Sinn. Das Gemeine ist, die rennen zweimal durch die Gebäude anscheinend, durch die Räume. Zumindest die hinteren, also die hier. Hier gehen die Waffen aus. Braucht jetzt nichts weiter. Mann, bringt die endlich um! Was halten die Viecher? Die halten tatsächlich mehr aus als die beschissenen, wie heißen sie? Red-Kakerlaken, und ehrlich gesagt, die halten mir irgendwie schon mehr aus als die Maulwurfratten, was ich überhaupt nicht verstehe. Gott, ist noch eine tot. Jetzt werde ich endlich fertig. Hätten wir wohl so eine scheiß Todeskralle killen. Oh, super. Ja, schön. Das wollte ich nicht. Haben wir sie getötet? Oh, anscheinend. Das hat meine ganze Produktion jetzt lahmgelegt und wir haben eh schon Probleme. Ja, ja, ja. So, zurück zum Wesentlichen. Erstmal. Es ist Folgendes passiert. Ich habe ein bisschen vergessen, dass ich das Spiel noch habe. Der Typ hier ist gestorben und ich habe festgestellt, also mir wurde auch, ich habe auch gesehen, je länger die Typen im Ödland überleben, umso mehr Zeug sammeln die auch. Deshalb beleben wir den wieder. Wie lange war er? 16 Stunden gerade mal. Ich lebe! Komm zurück. 8 Stunden, das müsste eigentlich packen mit dem Leben. Dann habe ich noch ein paar Quests betreten. Natürlich habe ich auch meine Wardbewohner erhöht. Ohne den Todeskrallenangriff jetzt, da hätte ich auch keine Probleme gehabt. Alles schön aufzupimpen. Mir hat nämlich eine Zeit lang Wasser gefehlt und dann werden wirklich eure Leute verstrahlt. Also kriegen die immer mehr Strahlung und das ist, ja, nicht so lustig, wie sie es anhört. Sofern sie es lustig anhört. Und ich habe gerade gelesen, wir müssen die beiden mal auf Agilität trimmen, damit die schneller angreifen. Oh, Red Skorpione, die hat man noch gar nicht.
Eigentlich muss ich dir irgendwann mal... Diesmal habe ich doch was mitgenommen, oder? Ja, genau. Ich habe übrigens auch eine... Ich weiß gar nicht, hatte ich die Katze schon? Ich weiß es nicht. Die habe ich der anderen mitgegeben, damit die schneller zurückreist. Ich glaube... Obwohl, Agilität haben sie schon ziemlich dazugekriegt. Ich glaube, die haben mit deiner gearbeitet. Das packt ihr. Das bisschen Gift hält uns nicht auf. Oh, nachdem wir diese Quests gemacht haben, ich habe ja auch ein paar Sachen ohne Aufnahme, ohne Sprache gehabt. Ist ja kein Problem, denke ich mal. Einfach nur so ein paar Quests nebenbei. Katsching, das bringt mir aber nichts. Der hat was. Oh, ein Stimpack, das mag ich. Oh, habe ich dich überhaupt geheilt? Ich warte mal noch mit der Heilung, bis du mehr verletzt bist. Ich meine, mit Levelaufstieg, nicht mit der Heilung. Vielleicht finde ich ja irgendwann nochmal ein, zwei von diesen schönen Scharfschützengewehren. Ich würde am liebsten alle meine Bewohner mit diesen Dingern ausstatten, vor allem wenn jetzt schon Todeskrallen kommen mittlerweile. Finde ich das nicht so prickelnd. Ein Bauplan? Oh, da ist ja auch noch was. Das habe ich sowas von verdient, ja, von mir aus. Wenn du meinst. Interessant, dass die Todeskrallen sich nicht die Aufzüge nehmen, sondern nicht einfach durchfräsen. Das finde ich irgendwie cool. Ja, steck ruhig auf. Nee. Du kriegst jetzt ein Stimpack. Ich gebe den extra mal genug mit. Und natürlich auch hier Red Skorpione. Ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass wir das erste Mal hier von auf Todeskrallen treffen. Aber ist halt doch nicht so passiert. Oh, schade. Immerhin. Bei stärkeren Gegnern lohnt sich das eher, dann hohen Wert zu erreichen, als bei einer, wie heißt's, Red Kakerlake. Na, das kriegt man am häufigsten irgendwie. Gut. Ach, schade, keine weitere Beute. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich in dieser Mission machen sollte. Ist aber eigentlich auch egal. Ich renne da hier einfach immer durch. Ja, natürlich. Oh, auf engen Raum. Das mag ich besonders. Es gibt auch so jemanden, der hat ein paar Videos zu Fallout Shelter gemacht. Solche Spaßvideos. Drei Stück sind es leider nur. Da habe ich gesehen, dass es anscheinend wirklich ein Fatman zu geben scheint. Er hat dann solche Späße gemacht wie... Hey, wie geht's dir? Wie oft bist du denn jetzt schon wieder schwanger? Viermal diese Woche. Solche Sachen... Es ist zwar auf Englisch, aber trotzdem... Die größte Schlampe der Welt. ja. Wie dem auch sei. Anscheinend gibt es ja auch einen Fatman, den man den Leuten geben kann. Wenn ich einen Fatman habe, würde ich garantiert, entweder kriegt jemand von denen die mit, oder was ich noch eher glaube, dass ich tatsächlich ein Team, Schutzteam mache, für meine Vault. Oh, mal nichts. Ja, das ist wirklich mal nett. Oh, da ist auch mal nichts drin. Und Bauplan. Baupläne sind mir sehr, sehr wichtig noch. Der Grund ist leicht. Ich kann noch nicht so viele Sachen machen. Und je mehr Baupläne ich finde, umso besser. Diese unbegrenzten Quests gibt es irgendwie immer noch. Auch die wöchentliche Quest, ich weiß auch nicht. Ich habe zwischendrin auch mal nicht gespielt, also ist der Typ auch gestorben. Aber nach 16 Stunden im Ödland kann das schon mal passieren. Solche Unfälle. Ich muss aber vielleicht noch mehr Stimpacks produzieren, weil ich habe jetzt gerade gesehen, immer mehr Wettkakerlaken immerhin, weil ich habe jetzt gerade gesehen, dass es doch sehr, sehr schlecht ist, wenn da solche Todeskrallen angreifen zum Beispiel, dass man dann doch ein paar mehr Stimpacks braucht. Und ich hatte nur Glück, dass ich jetzt welche auf Vorrat hatte, sonst wären mir garantiert Leute gestorben. Oh, das entscheide ich noch, ob ich dankbar bin oder nicht. Seht's mal positiv, ihr kommt mal raus. Im Gegensatz zu den anderen Vault-Bewohnern, die überhaupt nicht rauskommen, kommen die wenigstens raus. Oh, das ist aber übel, glaube ich. Oh, das ist schnell down. Take him down! Los, beide noch einmal schießen, dann ist er platt. Der ist ja schwächer als die normalen Skorpione. Das ist ja traurig. Kommt ihr eigentlich nur her, um mich zu quälen? Na klar, ein bisschen. Sag mir einfach, Flaschenkokis sind du Spinner.
Wenn du mir nicht sagst, wo Flasche und Korki sind, kannst du dich an dein Haus bald anschließen. An Flasche und Korki hier? Entschuldigung, ich versuche nur Flasche und Korki zu finden. Ist schon gut, die Raider haben eine Freundin Nuka-Fabrik gebracht. Okay. Ist irgendwie auch angemessen, glaube ich. Geh mal in den Raum nochmal. Oh, ein Globus. Der ist ein bisschen mehr wert. Ich weiß zwar noch nicht, wofür ich ihn brauchen kann. Aber ich werfe nichts einfach so weg. Vor allem blaue Gegenstände werde ich nicht einfach so wegwerfen. Ein paar richtige Schrottgegenstände wie diesen Bäcker oder so, ja, okay. Aber einen blauen Gegenstand werde ich nicht wegwerfen. Ich glaube, deshalb soll man ja auch immer mit drei Leuten hingehen, aber ich habe keinen Bock, mit drei Leuten hier hochzugehen immer. Da muss ich mich um noch mehr kümmern. Obwohl, vielleicht sollte ich doch mal irgendjemand aus dem Diner oder so nehmen. Und den zu diesem Team hier, zu dem Tech-Team dazu tun. Vielleicht wäre es gar nicht doof. Und vielleicht sollte ich auch die Dame nicht immer alleine losziehen lassen. Das ist vielleicht auch nicht so clever. Noch ein Schuss. Irgendwie macht er ganz viel nur 1,5-fachen Schaden. Oh, Nuka-Cola. Auch wenn ich ganz außen bin, mache ich 1,25 und ein bisschen weniger. Ja, das Ödland ist wirklich großzügig. Zurück zum Vault. Ja, ja, ja. Das dauert wieder ewig. Die nächsten Sachen werden ja wieder offscreen kommen. Beziehungsweise nicht offscreen, sondern die werden dann halt einfach wieder keine Rückmeldung. Warum passiert das immer bei Fallout Shelter? Ich weiß es nicht. Die nächsten werden dann wieder ohne Sprache kommen wahrscheinlich oder in Anschluss an diese Videos. Je nachdem, wie es halt läuft. Ich versuche die Sachen schon so immer mindestens 15 bis 20 Minuten zu halten. Klappt nicht immer. Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Jetzt fehlt uns sogar mal Essen. Was ist hier los? Allerdings muss ich auch sagen, eure Vorräte gehen immer ziemlich runter, wenn ihr offscreen wart. Warum habe ich mit einmal schon wieder wenig Wasser? Ich habe extra das und das dazu. Ach, das ist kein Strom, okay. Okay, wegen Strom. Okay. Egal, ich mache jetzt trotzdem erstmal DS. Die bräuchte auf jeden Fall wenigstens noch einen Partner, weil die ist gerade wirklich ein bisschen überfordert, habe ich das Gefühl. Sprich mit Aufseherin Zilewski. Oh, da habe ich mir aber vorgenommen für die alleine. Aber sie hat ein Kätzchen dabei. Ich finde es immer schön, dass die Vault-Türen immer alle gleich kaputt sind. Und da haben sie sich auch drüber lustig gemacht. Diese Vault-Türen sind aus extrem gehärteten Stahl und trotzdem... kommen die da mit einer Pistole und einem simplen... Der hat ein bisschen weniger gelegt, der greift ja auch weniger an. Mit einer simplen Pistole und ein paar Schwertern einfach so rein. Die würden da tagelang darauf einhaken und wahrscheinlich würden erstens die Munition ausgehen. Und dann würde wahrscheinlich auch die Schwerter vorher kaputt gehen. Ey, da mal ein signifikanter Schaden entsteht. Und bei den Todeskrallen wäre die Frage, warum sollten die angreifen? Oder die Ghule. Warum sollten die angreifen? Die Ghule sind nicht clever. Die würden nicht mal auf die Idee kommen, dass da was drin sein könnte eigentlich. Ich brauche unbedingt mehr Lage, glaube ich. Können wir nicht drüber reden? Okay, Spitzhacke in den Kopf. Kratz ihn! Oh, das ist ja süß. Ja, gib's ihm. Meine Katze wird mich bestimmt auch verteidigen. Nee, wahrscheinlich wird sie sich den anschließen und mich umbringen. Spitzhacke in den Kopf. Das Gute an Raider-Gegnern ist, die haben immer Geld dabei. Nick. Du kriegst immer eine Waffe oder Geld, wenn du die besiegst. Das ist ja voll süß, wie die Katze angreift. Oh, jetzt hat sie Schiss. Also, sie bräuchte wahrscheinlich auch mehr Stärke. Einfach nur, weil sie, eine Nahkampfwaffe hat. Ich sollte vielleicht mal die Specials ein bisschen entsprechend besetzen von denen. Allerdings bräuchte ich da auch mal die entsprechenden Räume, um die Sachen zu erhöhen. Das wäre echt praktisch, glaube ich. Schade, dass in den Aufzügen nie was ist. Und Mist, dass in diesen Räumen wirklich überall Gegner sind und die irgendwie auch nicht gegeneinander kämpfen. Oh, das war ein guter Treffer. In den ungeschützten Bauch. Spitzhacke in den Kopf. Spitzhacke in den Kopf. Oh, die sind schneller tot. Habe ich das Gefühl. Die haben auch alle immer unterschiedlich viel Leben. Und noch einmal los. Kätzchen hilft. Oh nein. Ach so, das ist ja ein Schaden von bis.
Das war ein mentaler Angriff. Haben wir gesehen. Tod, ohne was zu tun. Maulkratten? Ja, Maulkratten. Ja, mit drei Leuten hätte ich auch den Vorteil, dass sich das ein bisschen aufteilt. Das heißt, drei Leute kämpfen gegen drei Gegner und die sind auch schneller tot. Das heißt, wir würden auch weniger Schaden bekommen. Beziehungsweise, wenn es dann bloß noch einer ist oder ein großer, dann hast du halt einen, der tankt und zwei, die vielleicht draufschießen. Vielleicht sollte die Spitzhacke einfach lassen und die anderen kriegen dann Schusswaffen. Ich meine, mittlerweile müsste ich ja eigentlich genug haben langsam. Ich habe schon so viele gefunden. Die Kackwaffen gehen natürlich in den Vault. Damit ich im Fall eines Todeskrallenangriffs keine Chance habe. Wie wir ja gesehen haben, wie toll das immer geht. Ich meine, ich habe Haufen Waffen, aber die meisten sind einfach nur Schrott. Warum ich die nicht auseinanderbaue, ist ganz einfach. Ich möchte die Sachen lieber aufbewahren, bis ich mal die Aufgabe kriege, die Sachen auseinanderzunehmen. Weil da habe ich mehr von. Weil dann kriege ich vielleicht noch ein paar Kronkorken extra dafür oder einen Koffer oder irgendwas anderes. Weil es halt eine Aufgabe ist. Und wenn ich dann den ganzen Schrott schon verbaut, weggemacht habe, dann kann ich die Aufgabe nicht so schnell abschließen. Die Aufgaben werden sowieso immer härter. Ich muss jetzt gerade vier Leute mit Agilität steigern. Das heißt, um die Kronkorken zu kriegen, brauche ich erstmal einen Fitnessraum. Alles voll mit einer Maulwurfratten. Was machen die hier? Gibt's doch eh nichts zu essen. Und meine Katze frisst die zum Frühstück. Wie ihr seht. Ist das nicht süß? Ich finde es eigentlich... Ist es ein tolles Detail, dass die Katze auch angreift. Auch wenn es nichts bringt. Oder dass der Hund greift ja auch an und der Papagei fliegt ja auch deswegen andauernd hin und her. Juhu! Extra Geld. Stimpack gespart. Die ich primär eigentlich nur hier draußen brauche. Wenn ich diese Mission nicht machen würde, wäre ich immer voll. Zweifacher immerhin. Das hat gesessen. Hier draußen kann man alles gebrauchen. Ja, ist auch so. Würde ich auch so machen. Habe ich auch immer wenn ich Fallout 3 spiele. Jeden Scheiß. Jedes Buch. Jedes verbrannte Buch. Jedes Glas. Jede Gabel. Jeden Messer. Jeden Löffel. Ich nehme immer alles mit. Und deshalb muss ich auch 100.000 Mal an die Level immer gehen, weil man kann ja nicht so viel tragen. Bist du gekommen, um zu helfen? Ja, Spitzhacke im Kopf. Zur Aufsehen Celestia geht es da lang. Wenn du sie retten könntest, wäre das super. Nimm das, das könnte vielleicht helfen. Katsching, kann ich die eigentlich ausrüsten jetzt? Oh, das geht ja. Oh, da habe ich gar nicht dran gedacht. 11 bis 21. Nein. Könnte helfen, ja, aber... Nee, danke. Übrigens sehr hilfreich, zur Aufseherin geht es da lang. Es gibt aber nur diesen einen Weg weiter gerade. Und da lang ist auch so eine Sache, hier lang, runter. So, Kätzchen, Attacke. Spitzhacke in den Kopf. Los. Nicht schlagen lassen. Oh, Spitzhacke von unten. Haben wir sie erstmal befriedigt. Spitzhacke in den Kopf. Das wird er morgen früh bestimmt merken. Die Schläger sind so sinnlos irgendwie, oder? Die haben noch weniger... Die haben viel zu wenig Angriff. Oh, ich hätte gern lieber mehr Kronkorken, tatsächlich. Weil die Ausrüstung kann ich hier ehemals nicht gebrauchen und die braucht Lagerraum. Ich muss wahrscheinlich auch demnächst ein neues Lager bauen. Auch noch kein Gegner. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Dann kommen bestimmt gleich super Gegner. Wahrscheinlich gleich ein Behemoth oder so. Und dann habe ich dann wirklich keine Chance mehr. Es missfällt mir, dass hier gar nichts mehr ist. Das ist schon wesentlich angenehmer. Tatsächlich kämpfe ich lieber gegen Raider als gegen Tiere, weil ich kriege da halt immer was. Und ich habe auch das Gefühl, dass die meistens schwächer sind. Schade, ich glaube, ich muss sie wirklich mal mit Stärke vollpumpen. Das muss ich alles mal offscreen machen, dann lasse ich die beiden, die drei vielleicht mal zu Hause. Einfach nur, damit die ein bisschen besser werden. Agilität muss ich eh noch steigern bei den Leuten. Das ist ja auch so eine Aufgabe, die ich gerade habe. Vier Stück. Dann kann ich noch jemand anders reinschmeißen. Dann kann ich die Aufgabe abschließen und vielleicht kriege ich da auch mal. Wenn wir die alle vollkommen gemaxt haben, die Leute, dann wird sowieso ganz interessant, glaube ich, im Kämpfen hier. Los, Kätzchen! Kratzi!